Hier ist der Carsten Klemme und der zeigt uns jetzt mal kurz einmal sein schönes Modell, den MAN, den wir dann auch in der Fahrt sehen werden. Und da sind so einige Feinheiten, Spezialitäten und Besonderheiten zu sehen. Aber wir fangen einfach einmal an. Machen wir die Haube mal auf. Dass wir mal die ganzen Innereien sehen. Ach du Schande. Genau. Alles verkabelt hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, es sind also zwei Empfänger verbaut. Einer ist für die Kraneinheit verbaut. Ja. Und der andere Empfänger steuert im Grunde das ganze Fahrzeug. Und in der Mitte sitzt dann noch die Steuerung für die Lichtanlage. So, welche Besonderheiten sind auf dieser Seite? Ja, auf dieser Seite sitzt hier die Hydraulikpumpe, das ist der Antriebsmotor. Die eigentliche Pumpe, einer sitzt hier hinter. Mhm. Und dieser ganze Bereich hierüber, hier unten so als L, das ist der Hydrauliktank, mhm, wo das Hydrauliköl für die Abrolleinheit und für den Kran drin ist. Und das Öl, wo kann man das dann nachfüllen? Das muss ja wahrscheinlich. Hier oben ist ein Drehverschluss. Wie beim richtigen Tank auf. Da kann man dann das Öl nachfüllen. Wie viel Öl kommt da rein? Oder passt da rein? Also 50 Milliliter. Okay. Mhm. So, wenn man hier die Türen aufmacht. Das ist ja richtig Servicekiste hier drin. Ja, da sitzt hier noch ein Display, was im eingeschalteten Zustand Strom und Spannung und Aufwand und Leistung vom Akku anzeigt. Und ja, hier sind dann noch Unterlegbretter für die Stützen. Und dann nochmal, wenn es denn mal sein soll, eine Kette für den Kran. Okay. Also alles an Bord, was man braucht, wie beim Original auch sozusagen. Ja, noch mal ein Stückchen weiter nach hinten. Und hier sitzen dann, weil es ja die Straßenverkehrsordnung so will. Und hier sind auch noch Abstellhütchen. Welcher Maßstab ist das überhaupt? 1 zu 14. Geil. Ja, nehme ich, so wie er da steht. Ja. Carsten, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast das super toll gemacht, schön erklärt vor allem auch. Und ja, sehr gerne. Bin gespannt, was daraus wird. Ne? Ich auch, sehr gerne. Viel Erfolg weiterhin und viel Spaß immer noch mit der Modellbauerei, Bastlei und vor allem immer schrottfreie Fahrt. Ne? Ja, schönen Dank. Gerne. Thank you.
Platte hin. Sauber. Warte eben. Die drahtlose Übertragung zum Anhänger erfolgt dann hier über diese Infrarotdiode vom Fahrzeug, vom Zugfahrzeug, hier über die Infrarotdiode auf die Beleuchtung. Da sitzt die Diode über der Anhängerkupplung, direkt oben. Genau, da oben drüber, ne? Ja. Mhm. Und der. So, das heißt, dann wird er gebremst. Vorne sitzt der Akku. Dort. Genau. Okay. Und das ist die Anhängerelektronik. Und die Ansteuerung für die Bremse sitzt hier unten drunter. Und da auf beiden Seiten sind die Bremsbacken. Ja, okay. Ja, und, da, und über dieses Gestänge wird im Grunde ja, die Drehbewegung auf die Bremsbacken übertragen.